Sieh mal, das ist das Zentrum der Slums. Ist noch ein gutes Stück. Weil wir einen Umweg gelaufen sind. Bist du etwa müde? Wohl kaum. Ich auch nicht. Aber Hunger habe ich. Was ist mit dir, Cloud? Dir verdirbt wohl nichts die Laune. Sobald wir da sind, gibt's Essen. Keine Zeit, danke. Aber meine Mutter ist eine richtig gute Köchin. Also, keine Widerrede. Leg lieber einen Zahn zu, sonst kannst du nur noch meinen Teller sauber lecken. Ja, aber nicht mehr lange. Stromschlag! Ja. Was?
Bin also frei. Volle Konzentration. Bringen wir es hinter uns. Das war's dann. Diese Tür von vorhin. Von hier aus sollten wir sie öffnen können. Lästig. Kommst du nicht ran? Klappt nicht, wie? Genau. Von da aus sollte es klappen. Dankeschön. Sehr geschickt gelöst. Na also, wir haben es geschafft. Brauchst dich nicht zu bedanken. Ich will nur bezahlt werden. Meine Gesellschaft ist ja wohl Lohn genug. Wie? Wie? Oh. Sind wir in Sicherheit. Vertrau mir. Vergiss die Turks nicht. Ach ja. Sie könnten überall plötzlich auftauchen. Bleib wachsam.
Bin ich müde. Ob das Ganze zu einem Krieg führen wird? Da vorne beginnen die Slums von Sektor 5. Wie aufregend! Was ist da los? Hey! Harris! Seit dem Sturm? Meine Güte! Was machen diese Leute denn damit? Nun im Inneren von Makroreaktor 5 stecken doch bestimmt mit Wutai unter einer Decke. Und das, wo nach so langer Zeit endlich wieder Frieden eingekehrt war. Das dort sind wohl eingestürzte Staatsräte. Wollen diese Kriminellen etwa einen neuen Krieg anzetteln? Die Feuerscheinen waren gelöscht worden zu sein. Ob man wohl ein Kopfgeld bekommt, wenn man nicht erbrechert hat? Vorsicht! Sie sind die Leiterin von Shinras Rüstungsabteilung, nun richtig? Nun mal doch nicht gleich den Teufel an die Wand! Darf ich Sie um eine Stellungnahme bitten? Sicher, jetzt nicht. Oder? Die haben es nur auf die Reaktoren abgesehen. Können Sie unseren Zuschauern nicht kurz berichten, hier nichts. Wie die derzeitige Lage in Makroreaktor 5 ist? Reaktor 5 wurde vorsorglich abgeschaltet. Die Feuer sind aber bereits unter Kontrolle. Es besteht keine Gefahr, dass sich die Schäden ausbreiten könnten. Seien Sie daher bitte ganz unbesorgt. Wir arbeiten derzeit fieberhaft an der Aufklärung der Ursache. Der Verdacht liegt nahe, dass der gleiche Sprengstoff wie schon in Makroreaktor 1 verwendet wurde. Das hier sind Aufnahmen aus Makroreaktor 1. Die Verdächtigen gehören zu Avalanche und sind unseren Berichten zufolge noch immer in Midgar. Doch nach zwei Vorfällen dieser Art in kurzer Folge muss die Frage erlaubt sein, hat der Shinra-Konzern noch alles im Griff? Was wollen Sie damit sagen? Nichts. Ich... Ich versichere Ihnen, dass uns solche Kleinigkeiten nicht erschüttern können. Hier wird nicht gefilmt! Gehen wir, Cloud. Warum mussten wir den Reaktor stecken? Ja? Unglaublich, diese Avalanche-Spinner. Wie sollen wir bitte überleben, wenn der Makroreaktor ausfällt? Wir müssen uns zur Wehr setzen. Ah, Harris, hab gerade an dich gedacht. Ziemlich was los, hm? Da war die Züge nicht fahren. Hilfst du mir etwas? Tut mir leid, ist gerade etwas schlecht. Ich helfe in dem Laden manchmal aus. Harris! Mugi, kannst das Klettern mal wieder nicht lassen, hä? Huh? Dachte, von hier sehe ich den Reaktor. Wer ist der denn? Das ist Cloud, ein Söldner. Momentan beschützt er mich als mein Bodyguard. Das ist Mugi. Ich muss los. Ihr könntet Brüder sein. Hallo zusammen. Was macht ihr denn hier? Wir haben uns den Reaktor angesehen. Ach übrigens, Aris, das Fräulein Lehrerin sucht nach dir. Warum wohl? Sie hat gesagt, du sollst zum Helmchenhof kommen. Na gut, wir können ja zusammen hingehen. Weißt du, Cloud, im Helmchenhof werden Kinder großgezogen, die keine Familien mehr haben. Wo bist du gewesen, Aris? Wieder in der Kirche? Nimm uns doch demnächst einfach mal mit. Hallo, Aris. Siehst gesund wie eh und je aus. Ach, das Kompliment kann ich gleich zurückgeben. Gesundheit ist das Wichtigste im Leben. Ah, danke, dass du neulich die Heilkräuter vorbeigebracht hast. Ach was, jederzeit wieder. Würd ja gerne wissen, wo du die alle gefunden hast. Das ist mein kleines Geheimnis. Und dein Begleiter? Das ist mein Bodyguard. Der bringt mich nach Hause. Sieht ja ziemlich gefährlich aus. Nee, der ist ganz harmlos. Das ist der einzige Arzt hier in den Slums. Ich bringe ihm manchmal Heilkräuter vorbei. Ich lerne das Alphabet, weil ich Bücher lesen will. Das hier ist der Helmchenhof. Das ist lecker werden, ja? Schön groß. Willkommen zurück. Hallo, ich habe Aris mitgebracht. Danke, dass du gekommen bist. Ach was, lag eh auf dem Weg. Weißt du, ich würde dich gern um ein paar Blumen bitten. Kein Problem. Wie viele denn?
So viele wie möglich. Bei all den finsteren Nachrichten dieser Tage will ich mit den Kindern wenigstens das Haus etwas schmücken. Oh, toll. Ihr habt es aber gut. Und ihr geht euch jetzt erstmal die Hände waschen. Aris ist ein Segen. Sie kommt oft vorbei, um mit den Kindern zu spielen. Möchtest du was von dem Gemüse haben? Werde bitte schön lecker. Lernen macht mir Spaß. So ist richtig. Komm ruhig vorbei, wenn du Medizin brauchst. Könnte dir noch zärtlich Nacht werden. Laut, sag mal, magst du Blumen? Sind mir eigentlich ziemlich egal. Und sowas sagst du zu einer Blumenverkäuferin? Ich lüge halt nicht. Was hast du eigentlich mit der Blume gemacht, die ich dir gegeben habe? Ach, die. Hast sie sicher verschenkt? Hab ich. Aha. Wem? Sag schon. Hab ich vergessen. Ja, klar. Was? Ich glaube, du schwindelst. Ach. Ist auch egal. Am Ende dieses Wegs liegt mein Haus. Du musst unbedingt meine Mutter kennenlernen. Das hier ist mein Zuhause. Passt zu dir. Hey, hier geht's lang. Komm rein. Bin wieder da. Na endlich. Root ist vorhin vorbeigekommen. Was ist? Das ist meine Mutter, Elmira. Und das ist Cloud, mein Bodyguard. Wie nett von ihm. Ist nur ein Job. Und hiermit ist er vorbei. Vielen Dank. Und jetzt? Gehst du zurück nach Sektor 7? Ja. Okay, ich bring dich. Wofür habe ich dich dann überhaupt hergebracht? Was, wenn die Turks wieder auftauchen? Die sind lästig, aber ich bin dran gewöhnt. Viel besorgter bin ich um dich, Cloud. Du verläufst dich doch bestimmt. Und dann bist du viel zu cool, um jemanden nach dem Weg zu fragen. Was weißt du schon? Mama, ich bringe Cloud mal schnell zurück nach Sektor 7. Aris, warum machst du das nicht lieber morgen? Sonst ist es dunkel, bevor du zurück bist. Ruht euch heute gut aus. Und geht morgen früh los. Dann habt ihr es bis Mittag geschafft. Stimmt. Machen wir, okay? Warte. Ach ja, der Helmchenhof hat Blumen bestellt, Mama. Bis zum Essen ist ja noch etwas Zeit. Ich nehme Cloud mit. Ich sollte dich nur beschützen. Beschwerst du dich etwa? Und das, obwohl ich so gut bezahle. Das glaubst du nicht, Mama. Nicht. Ich hole einen Korb. Bin gleich zurück. Das Kind hält einen ziemlich auf Trab, was? Sagen Sie mal, sind Sie... Ach, nichts.
Wo hat es die nochmal hingelegt? Meinst du, welche sollen wir pflücken? Was fragst du mich? Jetzt stell dich nicht so an. Los, such welche aus. So eine habe ich dir gegeben. War das so? Scheint dich ja ziemlich beeindruckt zu haben. Ich glaube, wir brauchen noch ein paar Blumen mehr. Was meinst du? Welche nehmen wir? Gute Wahl. Diese Blume steht für ein reines Herz. Die findet man nur äußerst selten. So viele wie möglich, hat sie gesagt. Sammeln wir noch etwas mehr. Du wählst wirklich Borstenhirse? Das sieht dir ähnlich, Cloud. Da werden die Kinder sicher staunen. Das sind genug Blumen. Lass uns zum Helmchenhof gehen. Thank you.
Trag die Blumen schön vorsichtig. Gibt keinen Grund zur Eile. Ich sehe bestimmt total bescheuert aus. Stimmt doch gar nicht. Fährst bestimmt ein paar Sympathiepunkte ein. Was sie mit den Blumen wohl Schönes machen werden? Keine Ahnung. Können ja später mal vorbeischauen. Ich warte hier auf dich. Ah, in Ordnung. Aber das wird sicher langweilig. Geh doch in die Stadt. Du scheinst sehr beschäftigt zu sein. Dennoch möchte ich dich um deine Hilfe bitten. Cloud, ich habe eine neue Hypothese. Und ich hoffe, du kannst mir helfen, die notwendigen Daten dafür zu sammeln. Cloud, ich habe großartige Neuigkeiten. Ich habe eine Hypothese zur Synthese von Beschwörermateria aufgestellt. Das ist nie dagewesen. Es würde die bisherige Annahme widerlegen, dass Beschwörermateria nur in der Natur entstehen können. Wirst du mir bei der Verifizierung meiner Hypothese helfen? Wir benutzen dafür einen portablen Simulator, mit dem du virtuell gegen Esper kämpfst und sie dir zu eigen machst. Ich stelle fest, dass du dich wunderst, wie man gegen Daten kämpfen soll. Sag mir Bescheid, wenn du bereit bist. Ich bin dir jedes Mal sehr dankbar für deine Unterstützung.
Ich konnte wieder neue Materia entwickeln. Ich freue mich auf weitere Daten zu meinen Kampfberichten. Bei mir findest du nur allerbeste Qualität. Schau wieder mal rein. Ja. Wir müssen Schienrast unter der Bevölkerung. Das kennt man. Genau. Muss man sich. Eine Tour durch das Schiff. Dass ein neuer Krieg schon längst begonnen hat. Viele Bewohner Midgards erwarten heute eine offizielle Kriegserklärung durch Direktor Schindler. Na, welche darf es sein? Thank you.
Genügt das deinen Ansprüchen? Oh. Dich kenne ich doch. Wo ist Eris? Im Helmchenhof. Ich sollte nicht einfach wortlos verschwinden. Mist, das sitzt fest! Was ist? Was passiert? Ja, da wo die Kinder spielen, gab es einen Zwischenfall. Ein Mann in schwarzen Klamotten hat uns Angst gemacht. Zwei meiner Freunde sind weggelaufen. Ein Turk? Nein, sieht nicht so aus. Der wohnt hier in den Slums, hat immer so einen alten Umhang um. Ich glaube, er ist krank. Oh, und auf seinem Arm ist eine Nummer. Die armen Kinder. Ich sehe mir das mal an. Ich komme mit. Hab da so eine Vorahnung. Okay. Hier lang. Wenn ihr alle Buchstaben kennt, dann könnt ihr Bücher lesen. Der wunderbare Duft der Blumen ist Nahrung für die Seele. Wir brauchen aber auch Nahrung für den Körper. Musst du immer nur ans Essen denken? Um diese Tageszeit kann ich nun mal nicht anders. Bitte! Geheimversteck. Erwachsene haben da eigentlich nichts zu suchen. Aber ist ja ein Notfall. Mugi! Da bist du ja! Ich habe Eris mitgebracht. Ihr braucht keine Angst zu haben. Wir werden euch helfen. Und was ist mit den Monstern? Das wird schon. Cloud ist nämlich unheimlich stark. Ich war mal bei Soldat. Wo ist der Mann hin? Keine Ahnung. War plötzlich weg. Die Kinder sind jetzt ja wohl wichtiger. Hier lang. Hier sind sie rausgelaufen. Seid vorsichtig. Wo sie wohl hingelaufen sind? Kinder sind unberechenbar. Wir drehen am besten jeden Stein um. Ist gut. Das ist gut. Was soll das? Weiter geht's. Bleib zurück. Fällt mir im Traum nicht ein. Ich hier nicht wachsen lassen.
keine große Sache. Keine Aufmerksamkeit. Kommt schon! Ich gehe. Kommt. Danke. Du bist echt cool. Also, gehen wir zurück? Ah!
Soldat? Wirklich? Warst du auch im Krieg? Streng geheim. Deine Freundin? Nein. Jetzt bist du wieder sauer. Bin ich nicht. Ist nur... Ach, ist schwer zu erklären. Verstehe. Der findet mich nie, niemals. Danke. Wenn wieder einmal so etwas passiert, dann sagt sofort einem Erwachsenen Bescheid, hört ihr? Okay, versprochen. Hier, weil ihr uns geholfen habt. Ihr beide dürft ab jetzt in unser Versteck. Obwohl ihr Erwachsene seid. Ihr könnt jederzeit vorbeikommen. Von mir leidet unter den gleichen Symptomen. Echt? Schau mal, sieht aus wie eine 2. Tätowiert? Da fällt mir ein. Reunion. Du hast nichts zu befürchten. Sephiroth was? Der Held? Sephiroth? Ist er nicht vor 5 Jahren umgekommen? Es kam in den Nachrichten. Mag sein. Aber ich glaube, er lebt noch. Oh, verstehe. Cloud, gehen wir. Hä? Vielleicht bin ich die Gestalt aus der Sage, die... Hey Cloud, bist du vielleicht auf der Suche nach Arbeit? Wenn ich patrouilliere, erfahre ich nämlich die unglaublichsten Sachen. Willst du mal reinhören? Vielleicht ist was dabei.
Oh, ganz unbedingt. Wir haben immerhin noch Zeit. Ich habe schon einen Job. Multitasking heißt die Devise. Ich sammle immer viele Infos. Kommt doch ab und zu mal vorbei. Ich werde allen Leuten vom Alleskönner erzählen, Cloud. Dann findest du bestimmt mehr Arbeit. Guck mal, ein Mogri! Ihr könnt mich sehen, Kupo? Dann müsst ihr auserwählt sein. Und in dem Fall... Willkommen in meinem Laden, Kupo. Mein Name ist Moggy, Kupo. Mogris sind Fabelwesen. Kennst du denn nicht die Abenteuer von Mog, dem Mogri? Da geht es um ein kleines Waldwesen namens Mog. Der macht einen Laden auf, um alle glücklich zu machen. Und ich will genauso werden wie Mog und habe darum einen Laden eröffnet, Kupo. Mogris können nur von Menschen mit reinem Herzen gesehen werden, Kupo. Und warum kann ich dich dann sehen? Dazu habe ich nichts zu sagen, Kupo. Jedenfalls gibt es in meinem Laden nur Schätze und Raritäten, Kupo. Bei mir kannst du Mogri-Medaillen eintauschen, Kupo. Aber erst musst du meinem Club beitreten. Komm vorbei, wenn du Mogri-Medaillen hast, Kupo. Und was machst du dann mit all den Medaillen, Moggy? Ich mache mit ihnen alle Menschen glücklich. Ist doch Kupo klar. Das ist immerhin meine Pflicht als Mogri. Verstehe. Wie Mog in der Geschichte. Weiter so, Alleskönner. Klar. Und was machen wir jetzt? Motiviert wie immer, was? Na, was denn sonst? Das hier ist aber kein Vergnügen, sondern Arbeit. Richtig. Und für Arbeit muss man immer maximal motiviert sein, Cloud. So kann man es natürlich auch sehen. Na, warum machst du es dann nicht einfach? Ist echt nicht schwer. Kundschaft, Kupo. Kupo, mit deiner Hilfe konnte ich schon einige Medaillen sammeln. Mit denen kann ich jetzt viele Menschen glücklich machen, Kupo. Klingt gut. Cloud, sei doch nicht immer so verkrampft. Gut, dann zeig, was du kannst. Mach mich glücklich. Ich will Spaß haben und lachen. Dafür bräuchte ich noch viel mehr Medaillen, Kupo. Oh nein, dann müssen wir schnell noch welche suchen gehen, Cloud. Viel Erfolg, Kupo. Ich werde allen Leuten vom Alleskönner erzählen, Cloud. Dann findest du bestimmt mehr Arbeit.
Shinra wird sich das nicht länger bieten lassen. Oh. Nach Angaben des Shinra-Konzerns haben wir das. Ein Reaktor als Ziel tut mir leid, nicht niederträchtig. Von 5 Kampfmaschinen von Shinra verfolgt. Sahen aus wie Augäpfel. Sie sind in die Seitengasse verschwunden. Aber wer weiß, wann sie wiederkommen. Deshalb brauche ich jemanden, der sie ausschaltet. Ich übernehme das. Ich danke dir. Vielen Dank. Die Dinger riefen, Eindringling lokalisiert, und stürmten in die Seitengasse. Sei bloß vorsichtig. Mich kriegt.